Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Phase 6 und somit der letzte Raid namens Naxxramas steht vor der Tür. In diesem Video möchten wir euch in 6 Schritten präsentieren, wie ihr euch am besten dafür vorbereitet. Der Raid befindet sich geografisch gesehen in Form einer schwebenden Nekropole in den östlichen Pestländern. Er besteht aus insgesamt 4 Flügeln oder auch namentlich dem Spinnenflügel, Monstrositätenflügel, Seuchenflügel sowie Todesritterflügel genannt. Wenn ihr dort alle Bosse getötet habt, geht es ab in den Frostwyrm Horde, der euch der vorletzte Boss namens Saphiron sowie der Endgegner Kel'Thuzad begegnen. Insgesamt hat der Raid 15 Encounter, welche definitiv zu den härtesten aus ganz Classic zählen. Wenn ihr uns kostenlos supporten wollt, dann lasst uns doch gerne direkt einen Daumen nach oben da, freut uns auf jeden Fall sehr. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Video. Für Naxxramas benötigt ihr keine ewig lange Prequest, wie es zum Beispiel bei Onyxia der Fall war. Allerdings braucht ihr eine gewisse Rufstufe bei der Agentumdämmerung, um euch so gesehen einmalig einzukaufen und damit die Vorquest abzuschließen. Je schlechter euer Ruf ist, desto mehr müsst ihr bezahlen. Ihr müsst außerdem mindestens wohlwollend sein. Jeder Rufstufe drunter bleibt der Eintritt verwehrt. Solltet ihr sogar das maximale Ruflevel von Ehrfürchtig erreicht haben, müsst ihr keinen Cent dafür bezahlen. Wo mache ich das Ganze jetzt aber? Geht einfach mit der passenden Rufstufe sowie den Materialien, die ihr auch gerade schon im Hintergrund seht, in die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Dort sitzt an einem Tisch die Erstmagierin Angela dos Santos und bietet die Quest Die Zitadelle des Schreckens Naxxramas an. Diese klickt ihr nun durch und seid fertig. Schon könnt ihr via Portal, welches sich innerhalb eines Ziggurats befindet, euch ganz einfach reinporten lassen. Organisiert euch auf jeden Fall die benötigten Mats im Vorfeld, diese werden nämlich deutlich im Preis ansteigen, wenn sie das nicht sogar schon sind. Habt ihr die Quest abgegeben, bekommt ihr die Folgequest Echo des Krieges, bei der ihr diverse Trash-Gegner in Naxxramas töten müsst. Diese ist Voraussetzung für unseren zweiten Punkt. Neben extrem starken epischen Nicht-Set-Gegenständen oder auch dem legendären Stab Artyesh, auf den wir gerne noch einmal in einem separaten Video eingehen werden, droppt in Naxxramas das neunteilige T3-Set. Allerdings nicht direkt von den Bossen, sondern ähnlich wie ihr es auch aus Akku 40 kennt, also in Form von Tokens, welche ihr wiederum bei einem gewissen NPC an der Kapelle des Lichts gegen das Set eintauschen könnt. Einzig allein der Ring wird vom Endboss Kel'Thuzad fallen gelassen. Leider benötigt ihr neben dem Token, welchen die Bosse droppen, noch andere Materialien, wie zum Beispiel kampfzerschlissene Lederstücke vom Trash und vor allem klassenspezifische Items. Jede Klasse braucht eine Unmenge an Materialien, die ihr im besten Fall schon im Vorfeld farmen solltet. Der Krieger als Beispiel benötigt 20 Akanitbahn, 4 Nexus-Kristalle sowie 19 geschmeidige unverwüstliche Bälge, um sein komplettes T3 zu erlangen. Wir verlinken euch natürlich eine Seite, auf der für jede Klasse alle Materialien aufgelistet sind, in der Videobeschreibung. In Naxxramas erwartet euch mit Saphiron einer der härtesten Encounter aus ganz Vanilla. Dieser ist so gesehen der Türsteher von Kel'Thuzad. Er besitzt eine Frostaura, welche alle 2 Sekunden ca. 600 Schaden an allen Spielern austeilt. Um das Ganze nun teilweise zu umgehen, benötigt so gut wie jeder Spieler aus dem Raid Ausrüstung mit Frostwiderstand, um einen Teil des Schadens zu absorbieren. Als Richtwert könnte man sagen, dass Melees und Off-Tanks ca. 200 bis 250 Frostresistenz haben sollten, Caster und Hunter um die 100 bis 150 und die Heiler werden so gut wie keine benötigen, da sie einfach nicht auf ihre Mainstats verzichten sollten. Einzig allein ein paar Items, wie zum Beispiel der craftbare Gletscherumhang oder der T2-Kopf sowie ein paar wenige andere Gegenstände können hier die Ausnahme machen. Als Maintanks deckt ihr ebenfalls keinen Frostwiderstand, da ihr eure normalen Attribute zum Überleben benötigt. Viele der herstellbaren Frostwiderstands-Items kommen allerdings erst mit Phase 6 ins Spiel und setzen einen bestimmten Beruf zum Craften, eine kleine Questreihe sowie für alle Items die Rufstufe Ehrfürchtig bei der Agentumdämmerung voraus. Um also an besagte Rezepte für Schmiedekunst, Schneiderei und Lederverarbeitung zu kommen, geht ihr mit eurem Raid in den Todesritterflügel nach Naxxramas und findet dort im ersten Raum Meisterhandwerk Omarion. Mit diesem sprecht ihr und holt euch Omarions Leitfaden ab. Dieses Item bringt ihr zurück in die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts und könnt euch ab sofort beim besagten NPC für diverse Mats und einen hohen Geldbetrag die Frostwiderstands-Item herstellen lassen. Jetzt aber halt, das macht ihr natürlich nicht, das Gold könnt ihr euch definitiv sparen. Bis vielleicht auf die Hosen, die bekommt ihr nicht anders. Diese kosten allerdings auch nur zusätzlich 30 Gold. Geht jetzt auf jeden Fall zurück nach Naxxramas und sprecht nochmal mit Omarion. Dieser bringt euch nun auf der Rufstufe respektvoll die Rezepte für die Handschuhe sowie die Armschienen bei, sowie auf ehrfürchtig das Rezept für die Brust. Schneider können zusätzlich noch den Umhang herstellen. Außerdem könnt ihr bei den Hydraxianern, der Fraktion rund um den geschmolzenen Kern, ab der Rufstufe respektvoll noch weitere Rezepte für Frostwiderstands-Items kaufen. Alle besagten herstellbaren Items kosten allerdings eine Menge an Essenz des Wassers. Außerdem benötigt ihr gefrorene Runen, welche ihr im Raid selbst findet und looten könnt. Um diese allerdings aufheben zu können, müsst ihr im Vorfeld Wort des Tauens Schriftrollen vom Trash looten.
Am besten macht das natürlich wieder euer Raidleiter. Plant im schlauesten Fall schon im Vorfeld, wer von euren Spielern den nötigen Beruf sowie Rufstufe hat und vor allem welche Klassen zuerst die gefrorenen Runen für ihre Widerstandsitem bekommen sollen. Zu allen herstellbaren Items droppen zusätzlich noch Bosse in Naxxramas diverse Frostwiderstandsitems. Die Liste, welche ihr auch gerade schon im Hintergrund seht, verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung. Ein Item möchten wir allerdings noch hervorheben, und zwar einen Ring. Ramaladnis Schicksal ist ein Item, welches vom Trash in Naxxramas droppt und von jedem Spieler im Raid gelootet werden kann. Dieses müsst ihr nun zurück in die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts bringen und könnt es anschließend mit einer gefrorenen Rune, einem blauen Saphir sowie einem Akanitbahn gegen einen epischen Frostwiderstandsring tauschen. Da ihr sehr wahrscheinlich nicht genügend gefrorene Runen bis Saphiron haben werdet, sollten sich vor allem Milis, Caster und Hunter noch diverse Items aus den 5er Dungeons wie Strat oder Sholo farmen. Da wir euch diese jetzt nicht einfach stumpf vorlesen wollen und das auch einfach den Rahmen sprengen würde, verlinken wir euch diese alle sortiert nach dem jeweiligen Rüstungsslot in der Videobeschreibung. Neben also den ganzen Items kommt noch eine Hose und ein Kopfentscharn ins Spiel, welche euch 10 Widerstand gewährt. Diesen könnt ihr euch ebenfalls in der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts gegen 10 Insignien des Kreuzzuges sowie 30 Gold kaufen. Die Insignien bekommt ihr von einer anderen Quest, welche mit P6 ins Spiel kommt. Vergesst zudem natürlich nicht, dass es noch Consumables wie zum Beispiel die Kälte des Jujus, Kristallen des Basiliskenrückgrat sowie Blutangel-Elixier des Widerstandes gibt. Es gibt ab Phase 6 für ein paar Klassen neue Zauber. Magier lernen einen neuen Frostzauberschutz via World Drop sowie endlich Essen herbeizaubern Rang 7. Dieses droppt bei Galford in Strat Living. Druiden bekommen einen neuen Rang Wilder Biss von der Bestie aus UBLS. Schurken einen neuen Rang ausweiden vom Trash aus UBS, genauer gesagt vom Blackhand Auftragsmördern, Schamanen einen neuen Flammenschock von Feuerwache Glutzeer, ebenfalls aus UBS und last but not least Hexer einen neuen Schattenzauberschutz als Worlddrop. In Naxxramas benötigt ihr jede Menge an boss-spezifischen Consumables. Jeder der Bosse wie zum Beispiel Huuran oder Cthun aus Akku 40 kennt, weiß, dass es einen riesigen Vorteil bringen kann, wenn man sich einen großen Naturschutztrank im Vorfeld reinballert. Vor allem am Anfang, wenn man die Bosse noch nie gelegt hat. Wie wir alle mittlerweile festgestellt haben, ist dies nicht zwingend notwendig, da man manche Encounter schlicht und ergreifend einfach outdamagen kann. Das Ganze wird sich in Nax etwas ändern. Gehen wir aber mal die Consumables fressenden Bosse durch und beginnen auch direkt mit einem der schlimmsten, Luatep. Dieser ist unserer Meinung nach ohne genügend großen Schattenschutztränke nicht wirklich legbar. Warum? Jeder Heiler kann bei diesem Kampf nur einmal pro Minute heilen. Diese Heilungen werden in einer Rotation nur auf den Tank fallen. Der komplette Raid bekommt allerdings nach 2 Minuten in regelmäßigen Abständen Schattenschaden. Tut ihr also nichts dagegen, fallt ihr einfach um. Ihr könnt diesem also nur entgegenwirken, wenn ihr dem Schaden mit Schattenschutztränken und anderen Consumables countert. Es sollte zudem jeder Spieler, auch die Heiler, unbedingt Erste Hilfe auf 300 haben. Im Hintergrund seht ihr schon eine kleine Rotation an Consumables, welche sich für diesen Kampf anbieten würde. Peitscherwurzelknollen bieten sich als Gesundheitssteinersatz also auf jeden Fall an. Die Quest, wie ihr diese bekommt, findet ihr verlinkt in der Beschreibung. Für Saphiron müsst ihr unbedingt große Frostschutztränke mitnehmen, da dieser, wie bei Punkt 3 schon erwähnt, jedem Spieler in regelmäßigen Abständen seiner Frostaura um die Ohren ballert. Da dieser Fight unserer Meinung nach zu einem der heilintensivsten Kämpfen aus Vanilla zählt, solltet ihr auf jeden Fall immer mindestens 2 große Frostschutztränke dabei haben. Für Ferlina könnt ihr euch Naturschutz- sowie Feuerschutztränke einpacken und ihren Giftwolli sowie Feuerregen zu absorbieren. Ob große oder kleine, ist eurem Geldbeutel sowie eurem Raidleiter überlassen. Auch jegliche Consumables, die automatisch Gift entfernen, bieten sich hier an und erleichtern das Leben eurer Dispeller. Für die 4 Reiter könnt ihr ebenfalls Feuerschutztränke mitnehmen, da diese gerne mal einen Meteor und dementsprechend Feuerschaden auf eure jeweilige Gruppe ballern. Außerdem solltet ihr als Krieger-Tank bei diesem Kampf Ned Pagels kaputte Spule aus ZG benutzen, sodass in Kombination mit dem 4er-Bonus vom T3 so gut wie kein Spot mehr widerstanden werden kann. Das ist hier nämlich das A und O. Zwar keine Consumables, aber trotzdem an diesem Punkt erwähnenswert. Die Must-Have-Consumables hingegen sind hier aber auf jeden Fall die großen Schattenschutztränke bei Loatep sowie die Frostschutztränke bei Saphiron. Ohne die geht wirklich nichts, vor allem am Anfang. Ihr könnt euch außerdem noch so viel heiliges Wasser von Stratum wie möglich farmen, um euren Schaden zu maximieren, da die meisten Gegner in Naxxramas zu Untoten zählen. Die besten Damage Consumables gibt es allerdings vom Geisel Invasions Event. Wir sprechen hier von gesegnetem Zauberöl für Caster, welches euch 60 Zauberschaden gegen Untote gewährt, sowie geweihte Wertsteine für Milis und Hunter, die eure Angriffskraft gegen Untote um ganze 100 erhöhen. Dies setzt voraus, dass ihr die Quest Bedrohliche Schatten abgeschlossen habt, bei der ihr 10 nekrotische Runen zu Kommandant Thomas Helleran bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den östlichen Pestländern bringen müsst. Ab jetzt könnt ihr jeweils 8 nekrotische Runen gegen ein Zauberöl bzw. Wertstein tauschen.
Die Runen bekommt ihr wie erwähnt vom Geisel-Invasions-Event. Dieses findet unter anderem in den hochstufigen Zonen der östlichen Pestländer, der brennenden Steppe, verwüstete Lande, Tanaris, Ashara und Winterspring statt und sind auf der Karte gekennzeichnet. Hier müsst ihr dann Geiseltruppen töten, welche dann pro Mob zu ca. 30% Wahrscheinlichkeit eine Rune fallen lassen. Zudem können in den Hauptstädten Under City sowie Stormwind Elite-Untote auftauchen, die ebenfalls Runen droppen. Darüber hinaus könnt ihr euch nekrotische Runen verdienen, indem ihr in der Nähe von nekrotischen Scherben so lange Geiseleinheiten tötet, bis Akiloten auftauchen. Den Versuch, die Scherbe zu reparieren, unterbrecht ihr mit nekrotischen Runen, wodurch sich die Akiloten in Schattenkreaturen verwandeln. Auch diese Schatten lassen dann Runen fallen, also auf jeden Fall mehr, wie ihr für das Unterbrechen benötigt habt. Das ganze Event wird dann ca. 2-4 Wochen nach Nax Release anhalten. Beachtet, dass ihr von dem Zauberöl bzw. den Wettsteinen nur jeweils 20 Stück tragen könnt. Dieses kann allerdings via Handelsfenster von einem anderen Spieler auf eure Waffe aufgetragen werden. Sprecht euch also gut ab und lasst eure Heiler bzw. Twinks noch einige farmen, sodass ihr euch diese gegenseitig auf die Waffen schmieren könnt. Ihr könnt euch außerdem für 15 Runen jeweils einen erheblichen Mana-Trank bzw. Heiltrank kaufen oder euch den nur einmalig im Spiel zu bekommenen Wappenrock der Agentumdämmerung holen. Vor allem den Ruf, welchen man für das Töten sowie das Abschließen der Quests bei der Agentumdämmerung bekommt, ist nicht zu verachten. Zusätzlich gibt es über das ganze Event für jede Rüstungsklasse das dreiteilige Set des Untotenschlachtens. Dieses Set hat leider extrem wenig Base-Stats, dafür extrem viel Angriffskraft bzw. Zauberschaden gegen Untote sowie bei drei Teilen den Set-Bonus, welcher den kompletten Schaden gegen Untote um 2% erhöht. Das muss man selbst je nach Equipmentstand und Klasse entscheiden, ob dieses für Naxxramas ein Upgrade wäre. Wir empfehlen es nicht als Must-Have und schenken diesem deshalb in unserem Video nicht so viel Beachtung. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns doch gerne einen Kommentar und lasst uns vielleicht sogar ein Däumchen da. In diesem Sinne, viel Spaß in Naxxramas und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.